Samson, sieh dir das mal an. Zeig mal, Mann, das ist ja ein riesiger Goldklumpen. Gib wieder her. Lass mich den Brocken mal sehen. Hier, Boss. Gut, Jungs, dann fackeln wir die Bude jetzt ab. Na, wer wird sich denn hier an fremden Früchten vergreifen? Wer hat dich denn bestellt? Nun glotz nicht so wie ein Geier auf Abruf. Hast du nicht das Gefühl, dass du hier ein bisschen störst? Und dem aufmerksamen Lauscher entgeht aber auch nichts. Ah, das geht also noch ohne Meißel in die Birne. Ja. Kann man so sagen. Aber dein Pech, Kumpel, wir blasen dir nämlich jetzt das Licht aus. Wer bläst dir den ein? Juhu! Das ist Stefan Kaminski. Angenehm. Angenehm. Oliver Rohrbeck. Bela B. Darauf habe ich gewartet, Stichwort. Ja, genau. Also wir sind nur drei Personen aus dem Ensemble, das auf Tournee gehen wird mit der Uraufführung am 3. Dezember in Düsseldorf. In diesem außerordentlich schönen Stück Spaghetti-Western in einem wahnsinnig tollen Synchron-Drehbuch, das wir zugrunde für diese Show haben. Aber es bleibt natürlich nicht nur bei diesem Synchronbuch, das wir da lesen, sondern es gibt nicht nur das gesprochene Wort, es gibt auch Musik von einer großartigen Band, Smokestack Lightning. Genau, die werden Peter Devlin, die auch dabei ist, und mich begleiten, wenn wir singenderweise diesen wunderbaren, dieses Großod der Spaghetti-Western-Kunst, Satana noch warm und schon Sand drauf, da dem geneigten Volk in den Moschpit schmettern. Aber wir werden nicht nur Musik spielen, nein, sondern wir werden auch Geräusche machen. Ja! Wir werden die Geschichte erzählen, die aus der Feder von Rainer Brandt ursprünglich stammt, die Bela komplett umgewerkelt hat. Zwischendurch werden wir auch unter Publikumsbeteiligung über meine große Liebe zum Spaghetti-Western sprechen. Spaghetti-Western, der in Italien unter billigsten Umständen hergestellte Western, manchmal sogar unter Nichtzuhilfenahme von Pferden. Apropos.